eure Katrin mit einem neuen Review für euch. Und heute geht es wieder um ein Modell aus der Favorite Collection, dem Gallimimus Rudel, genannt Mongolian Dash. Diese Skulptur hat eine Gesamtlänge von ca. 25 cm und ist an der höchsten Stelle so ca. 11 cm hoch. Diese Szenerie hier erinnert mich doch sehr stark an den ersten Film von Jurassic Park, wo es auch um eine Herde Gallimimus geht, ja, die verfolgt wurden von einem T-Rex, wie sich später herausstellte, ja, die witterten Gefahr und waren dann auf der Flucht. Und Alan Grant musste mit den beiden Kindern Tim und Lex fliehen, um nicht überrannt zu werden von diesen Tieren. Doch bevor ich zum Modell selber komme, gibt es erstmal ein paar Hintergrundinfos zum Tier selber. Der Gallimimus war eine Dinosauriergattung aus der Gruppe der Ornithomimosaurier innerhalb der Theropoda. Er lebte in der späten Oberkreide im heutigen Ostasien, also Mongolei zum Beispiel, vor etwa 76 bis 69 Millionen Jahren. Mit einer Länge von 4 bis 6 Metern war Gallimimus einer der größten Vertreter der Ornithomimosaurier, wobei sein Körperbau jedoch weitgehend mit den anderen Gattungen übereinstimmt. Er bewegte sich ausschließlich biped, also nur auf zwei Hinterbeinen fort. Diese waren lang und dünn, besonders die Unterschenkel waren verlängert, was dafür spricht, dass dieser Dinosaurier schnell laufen konnte. Auch die Mittelfußknochen waren verlängert. Der Fuß endete in drei nach vorne gerichteten Zehen. Die Arme waren, wie bei allen Ornithomimosauriern, relativ lang und zierlich gebaut. Von den anderen Dinosauriern dieser Gruppe unterschied sich Gallimimus durch die kleineren Hände. Der relativ kleine Kopf saß auf einem langen Hals, die Schnauze war langgestreckt und an der Spitze U-förmig. Vermutlich befand sich dort ein Hornschnabel und wie alle Ornithomimidae war er zahnlos. Die großen Augen saßen seitlich am Kopf. 2001 wurde bei Gallimimus eine lamellenförmige Struktur an der Spitze beider Kieferknochen entdeckt. Diese Struktur könnte auf eine filtrierende Nahrungsaufnahme hinweisen. Das heißt, sie hätte wie ein Sieb funktioniert, um Kleinlebewesen aus dem Wasser zu fischen. Eine ähnliche Form der Nahrungsaufnahme findet sich auch bei heutigen Vögeln, etwa der Löffelente. Es ist daher auch denkbar, dass dieser Dinosaurier ein Allesfresser war und auch pflanzliches Material zu sich genommen hatte. Die fossilen Überreste von Gallimimus wurden in der Nemegt-Formation in der mongolischen Provinz Ndegovi, Aimag, entdeckt und 1972 erst beschrieben. Der Name bedeutet Hühnernachahmer und steht in der Tradition, Ornithomimosaurier als Nachahmer, also Mimus, von verschiedenen Vögeln zu benennen. Typusart und einzig bekannte Art ist Gallimimus bullatus. Nach all diesen spannenden Fakten kommen wir nun zum Modell selber. Wir sehen hier vier Exemplare, die hier wild durcheinander rennen, scheinbar auf der Flucht vor irgendwas und sind hier ziemlich agil. Sie flitzen hier über steinigen Untergrund, ja, stolpern teilweise über Baumstümpfe und so weiter, ähnlich wie wir es auch schon im Film Jurassic Park gesehen haben, ja, wie sie da über einen riesigen toten Baumstamm rüberspringen. Hier wird es nochmal besonders deutlich, wie sie alle so schön am Flitzen sind. Der eine, der schaut sich nochmal um, als wenn er seinen Feind nochmal ins Visier nehmen wollte, um nochmal zu schauen, ja, haben wir ihn jetzt zurückgelassen oder aber auch nicht. Zwei dieser Modelle haben den Schnabel offen. Das sieht man hier sehr schön, ja, stoßen Warnschreie aus oder Angstschreie, wie auch immer, während dieses Exemplar hier scheinbar ganz konzentriert einfach nur rennt. Auch die Base ist hier sehr edel von diesem Modell, ist hier in einem sehr dunklen Braun gehalten. Und wie immer findet sich hier die Plakette mit der Aufschrift Gallimimus Mongolian Dash. Die Figürchen selber präsentieren sich hier in einem sehr, sehr hellen Braun. Teilweise mit Gelb und Beige noch abgesetzt und ein paar kleinen Tupfen auf dem ganzen Körper verstreut. Und sie zeigen am ganzen Körper eine Befiederung, wie hier sehr schön deutlich wird, denke ich mal, auch in dieser Perspektive. Sie haben allesamt rote Augen und winzig kleine Pupillen und ich staune, wie das in einem so kleinen Maßstab möglich war. Denn die Figürchen selber sind ja nicht sehr groß, wie man hier zum Beispiel im Vergleich mit meiner Hand sieht. Ja, das ist wirklich fantastisch. Ich mag ja auch so kleine Modelle, besonders wenn die besonders gut gemacht sind. Hier wird dann nochmal der Untergrund sichtbar, auf dem dieses Rudel hier läuft. Das sieht aus wie so eine ausgetrocknete Schwemmebene beispielsweise, dass sie ausgetrocknet ist, immer wieder überschwemmt wird und dann austrocknet und dann diese Risse hier im Boden bildet. Dafür würden zum Beispiel auch diese ganzen toten Bäume hier sprechen. Vielleicht gab es eine längere Dürreperiode, es gibt kein Wasser mehr. Der Boden ist trocken und durstig, die Pflanzen sterben. Und ich finde, es ist wirklich absolut fantastisch gemacht, wie auch hier diese hölzernen Strukturen gemacht wurden.
wo sich unser kleines Rudel hier gerade lang bewegt. Ein paar Steine wurden noch modelliert. Das ist wirklich fantastisch gemacht, ne? Das ist wirklich sehr, sehr schön. Schaut es euch an. Ist das nicht toll? Auch das Modell ist ein bisschen schwieriger zu zeigen wegen dieser Base. Bisschen schwieriger zu handeln, aber ich hoffe und denke, dass es so doch recht gut zu sehen ist. Schaut sie euch an, wie sie schön flitzen. Vier wunderschöne kleine Modellchen. Tja, und das wäre die Skulptur nochmal in Gegenüberstellung mit dem Papo Standing T-Rex. Wir haben hier mal eines der Exemplare in direkter Nahansicht. Ja, hier wird es nochmal deutlich, dieses winzig kleine rote Auge. Der Schnabel, der sich hier einmal in Grau zeigt, mit einer braunen Spitze. Der schön befiederte Körper, der hier unten einmal ins Gelbliche übergeht. Und hier einmal dann so eine hellbraune Zeichnung zeigt. Voll befiedert natürlich, mit lauter so kleinen Flecken noch mit drauf. Sehr schön gemacht. Und wie er schön flitzt, hier hebt er das Bein nochmal so schön an. Das sieht wirklich ganz fantastisch aus. Hier kriegen wir auch nochmal einen schönen Blick auf den Untergrund, auf dem dieses Rudel hier läuft. So sieht das dann aus, ne? Da sieht man nochmal diese Baumstümpfe. Wirklich fantastisch. Da haben wir dann mal ein weiteres Exemplar, das sich noch so nach hinten umdreht. Also wirklich sehr, sehr schön, sehr fein, sehr grazil gearbeitet. In so einem Maßstab derart viele Details unterzubringen, finde ich ja immer sehr beeindruckend. Teilweise haben die Modellchen noch hier so einen schönen Schopf hier mit am Kopfende. Der ist hier bei dem angelegt zum Beispiel, so wie bei den drei anderen. Einer stellt ihn auf. Vögel zum Beispiel signalisieren so ja ihre Emotionen. Ja, aufgestellte Federn heißen Aggression, Freude, was auch immer, können vielfältig ausgedrückt werden, je nachdem. Ja, und angelegte Federn eben Angst und Verunsicherung. Tja, und hier haben wir mal ein Modellchen, das den Schopf so ein bisschen angestellt hat, ja. Federkranz hier so am Hinterkopf ein bisschen aufgestellt hat. Hier wird es vielleicht nochmal ein bisschen deutlicher. Meine Kamera tut sich ja immer schwer mit so kleinen Objekten. Dieses Modell dann einmal komplett von oben aus. All diese Modelle sind wirklich herrlich schlank und hier zeigt sich auch nochmal, wie schön die Befiederung hier sich über den Rücken so schlägt. Richtig schön, einmal nach links und rechts, einmal seitlich verläuft. Das ist wirklich absolut fantastisch. So wäre dann nochmal die Direktansicht von vorn. So einmal komplett von hinten. Und das wäre nochmal die Unterseite der Base. Die Figürchen selbst sind so circa 15 cm lang, also wirklich winzig, absolut klein und doch so schön. Hey Lieben, damit wären wir auch schon wieder am Ende dieses Reviews angelangt. Ja, Gallimimus Rudel Mongolian Dash aus der Favorite Collection. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder reingeschaut habt. Lasst mir ein Däumchen da, lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr mögt. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr es nicht ohnehin schon habt. Und dann klinke ich mich erstmal wieder aus. In der Videobeschreibung findet ihr wie immer meinen Facebook-Link, Twitter und so weiter. Folgt mir auch da, wenn ihr mögt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review-Time, Unboxing-Time, was auch immer, Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!